Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Megacoop hier in Ungarn. Gestern war es hier noch schön trocken, heute sind wir alle klitschnass, denn es hat angefangen zu regnen über Nacht. Ziemlich mies, aber mal schauen, was wir heute draus machen. Heute, das ist nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch mein Teamkollege der Anton, außerdem im Team Toro Rosso, Ray und Gugi bei Ferrari, Viper sowie Maxi. In Williams haben wir heute lediglich den Markus, der Duki hat leider Internetprobleme. Dann haben wir bei Sauber Benny und Sebastian. Und ich habe schon an die weiteren Teams gedacht. Haben wir noch weitere Teams? Ja, die Kommentatoren haben wir natürlich noch. Ja, euch habe ich und nicht die vergessen. Toros. Das war lediglich ein Spannungselement. Den Leon und den Aber. Hallo! Was für die Toros ist? Moin! Hallo. Moin. Servus, uns hat er bereits ganz am Anfang erwähnt. Ah, okay, hallo. Gut, Glück gehabt. Ja. Weil ihr wart direkt in meinem Rückspiegel, ich bin meinen Rückspiegel nach und nach entlang gegangen und dachte so, oh Gott, was kommt danach noch? Krass, du kannst im dabei. Spiegel wandern. Krasse Scheiße. Ja, ne? Du bist der Mirror Man, ey. Gibt's bald Verfilmung von Marvel. So habt ihr alle eure Regenanzüge an. Der dickste Spiegel der Welt. Ich darf hier kurz aus dem T-Shirt kommen, ja, hab ich. Der Disco-Kugelmann. Also in der Kommentatorenkabine ist es schön warm und trocken. Der Kaputtotoren-Kabine. Wow. Kannst du das mal bitte richtig vorlesen? Markus Helm sieht echt richtig cool aus. Habe ich nicht gesehen. Leuchtet startet voll. Er hinter mir, oder? Ja, direkt hinter dir. Danke, dann gucke ich mal gleich. So, auf ein gutes Gelingen und auf ja. Ein gutes Rennen für dich, mein lieber Schatz. Dir auch. Ja. Markus' aktueller Helm würde sehr gut zur Mile 7 Lackierung von damals passen. Yes. Von Renault. Der Motor läuft. Konzentrieren wir uns auf die Reifen. Ei. Oh Gott. Wer bist du denn weggekommen von der Stelle, Mensch? Ja, direkt mal einen Start geübt. Verdammt, ich hab vergessen, welche Drehzahl es war. Gefühlssache. Eigentlich wie im Trocknen starten, oder? Ich glaube tatsächlich ja. Soll ich dir einen kleinen Love-Tap geben? Nein. Dann sind wir schneller an unserer Startposition. Dann können wir uns aufs Rennen fokussieren. Naja, ich bin in Singapur ja auch gestartet wie im Trocknen und da hat es mich so quer gesetzt, dass ich direkt von zwei Leuten überholt wurde. Ja gut, Singapur war aber auch echt strange beim Start. Die sind gerade hinter mir alle in Double-File die ganze Zeit gefahren. Was ist denn heute los? Die Verschwörung gegen die Pink Panthers oder was? Wahrscheinlich. Love me tender. Mann, oh Mann, ich bin ganz schön lang nicht mehr von 1 gestartet. Never let you go. Ich mach langsamer, um das Feld ein bisschen einzuholen. Weil irgendwer guckt da total rum. Wahrscheinlich Ericsson. Und Markus war so dicht an Ray dran, dass er gerade ins Gras ausweichen musste. Und da hat's natürlich gekracht. Oder auch nicht. So. Love me tender. Alter, warum macht Ray so langsam? Ich will nicht, dass wir so lange warten. Er will halt die Videos strecken, damit wir auf über 10 Minuten kommen. Ah, du driftest das Auto auch so langsam um die Kurve, oder was? Sorry, Maxi. Hast du das Auto auch gerade so langsam, aber sicher durch die Kurve driften wollen? Ich habe immer mal wieder einen kleinen Wheelspin in die Kurve reingebracht. Nice. Ja, Mann, geil. Ich auch. Instinktiv und dann habe ich gesehen, dass du das auch machst. Wiedersehen. Wenn wir irgendwann unsere 63 AMGs haben, machen wir das auch. Nein. Okay. Jo. Müssen wir streng genommen. Ach, da vorne ist die Linie, okay. Ich dachte hinter uns. Egal. So, auf ein gutes. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Großpreis von Ungarn. Toi, toi, toi. Wow. So. Nochmal Cam.
Holy moly. Ach du Scheiße. Okay, die Bremswege sind Potato schon mal. Sorry, Maxi. Sei leise, Jeff. Wiederhol das Benny. Bitte, der Funk stört. Jetzt hat der dämliche Jeff das nicht verstanden. Das ist ja auch Jeff, sei leise und nicht sei leise, Jeff. Jeff, sei leise. Alles klar. Jeff, sei leise. Habe ich auch mal präventiv gemacht. Uiuiui. Wer ist auf dem Weichen, ne? Ja. Schreck, ey, neben der Ideallinie ist es ja grausam zu fahren. Alter, war das bei dir? Jo. Holy moly, ey.
Potato. Ja.
Och nee. Hey, bleib vorne. Ja, er hat eine Divebomb gestartet. Und hab ihn da nicht erwartet. Naja, aber du bist vorne geblieben. Ja. Da zünde ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Power. Nö, nö, lass mal. Ich soll mal sagen, es ist echt unangenehm zu fahren, ne? Ich find's furchtbar. Wir reden ja auch überhaupt nicht. Ja, also muss auch so bleiben. Zuschauer, wir nehmen es nicht so wirklich, also wir haben es ja gesagt, wir nehmen es nicht wirklich so ernst wie am Anfang, aber trotzdem, es ist gerade unheimlich schwierig, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Ah, Mann. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich fahre gerade auch eine ganz schlimme Linie die ganze Zeit. Ich habe mich nach drei Runden besser gefühlt als jetzt, wo die Ideallinie wirklich gut ist. Oder gut sein sollte. Ja, ich fühle mich jetzt schon besser als am Anfang. Ich überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem wirklich unfassbar rutschig, finde ich. Da ist halt in keiner Kurve wirklich halbwegs auch nur ein, keine Ahnung, Grip, wo du... Hört sich halt wie auf Seife.
Kehre immer die Fehler deines Vordermanns. Sehr geehrte Zuschauer, Sie hörten, wie wieder eine Vase von Anton kaputt gemacht wurde. Oh Mann, die Konditionen sind so fürchterlich, ey. Man kann übrigens nicht durchfahren. Vorsicht, Sebastian ist dran. Hat einen schlechten Exit gehabt. Ja. Nicht dran genug. Ich sehe es aber wirklich nicht. Es gibt Intermediate-Regen, der ist richtig widerlich. Es gibt Intermediate-Regen, der fühlt sich richtig cool an. Das ist echt strange. Oh mein Gott, ich habe hinten schon 60%. Sogar mehr. Holy moly, muss ich jetzt zwei Stops machen oder was? Ich habe 47. War doch schon die ganze Zeit auf Mager, was soll ich noch machen?
Vielleicht muss ich noch ein, zwei Ründchen früher reinkommen. Komisch, ich muss echt mal gucken, was mit meinem Reifenabrieb ist. In Monaco waren es die Bremsen, aber hier... Kann ich den Gasfuß etwa doch nicht mehr so weich streicheln wie früher. Würde in der nächsten Runde reinkommen, wenn es passt. 16? Ah. Ja. Okay. Oder willst du? Ja, das wäre halt ganz praktisch. Ich schätze, dass er den Undercut machen wird. Aber mach du erstmal, weil deine Reifen sind ein bisschen toter. Ich bin bei 66. Ich weiß nicht, ob ich noch zwei Runden durchhalte. Ja, ich bin erst bei 52. 68. Ja, dann komm du jetzt. Ich komme dann in der nachfolgenden. Okay, danke. Okay, Sebastian probiert die Dive-Bomb bei mir. Geht nach innen. Das kann nicht gehen. Geht's auch nicht. Ja. Da hat es bei mir auch vorhin versucht. Nee, da mache ich auch die Tür zu. Das geht nicht. Jeff fühlt mich hier drunter 16-3-0 und trotzdem 2 stoppen. Oh mein Gott, ey, 71%. Wobei, schauen wir mal, wenn Sebastian ganz rechts bleibt, dann fahr du rein. Ne, er fährt weiter, okay. So, danke dir. Jo, aber wenn alles normal läuft, solltest du sogar die Führung übernehmen können. Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal, ich guck jetzt. Puh, ey, ich geh mal mit dem Frontflügel ein bisschen runter. Ich habe keine Ahnung, irgendwas passt im Balance-Technik, glaube ich überhaupt nicht. Stop war relativ langsam. Oh, aber ihr kommt auch dann frisch rein, wenn die KI reinkommt, ne? Bevor die KI reinkommt. Also bevor ihr zu KI kommt, so rum. Es könnte knapp werden mit der KI. Wenn du jetzt reinkommst, holst du die nicht ein, die KI. Okay, frische Reifen fühlen sich eh nicht schlecht an. War halt auch durchgehend auf Mager eigentlich. Thank you.
Ich war zu schnell. Oh nein. Ja, ich hab die Linie nicht gesehen. Ja, 5 Sekunden. Ich hab einfach die Linie nicht gesehen, wo ich anhalten muss. Sebastian auch drin? Ja, der ist auch drin. So viel zum Thema Führung übernehmen. Aber für P2 reicht's. P2 Engine. P2. Nice. Das ist eigentlich. Jetzt musst du nur mit deinen Reifen haushalten. Ja, ich probier's. Und 5 Sekunden zu mir verlieren natürlich. Ja. Abgesehen davon, dass du zu schnell warst an der Box, war das eine perfekte Strategie, so wie sie ja, ein Formel 1-Team durchziehen sollte. Ja, das war meine eigene Schuld. Ich habe einfach die Linie nicht gesehen, wo ich langsam machen muss. Ja, dabei kannst du es im Training und Quali so oft üben, Mensch. Also ich mache immer beim Knick ungefähr. Ja, ist halt auch nass. Ja, beim Knick hilft es trotzdem, weil okay. Da hast du einen leichten Puffer. Ja, hättest du gewusst, hätte ich sie gefeuert. Ach, Quatsch, ist ja auch egal. Immer meine Sitzposition zu ändern. Achtung, er könnte es probieren. Nicht mit den Überrundeten. Vor allem nicht mit Grosjean. Der sich dreht. Alter! Ich glaube, er wollte es hier wieder machen. Achtung. Attacke! Oh Gott, ganz viele zu überrunden bekommen aus der Box. Aber wir kommen vor all von ihnen raus, glaube ich. Nice. So sieht Zwieback aus. Schalalala. Boah! Ich hab Angst jedes Mal, wenn ich da rauskomme, dass ich so ein USA-Revival hab. Auch jetzt mindestens persönliche Bestzeiten. Vielleicht sogar die absolute, ja. Null.
Hast du 5 Sekunden drauf bekommen? Ja. 5 Second Penalty is a joke. Wow. Ja, der musste sein, sorry. Was für einem Drift du da immer reindonnerst. Weiß nicht, ob es schnell ist, aber es sieht cool aus. Und sind deine Reifen okay? 24. Das ist gut, ich habe 18, also passt. Hoffen wir's. 24 in ungefähr 6 Runden. 4% pro Runde, das dürfte sich ausgehen. Aber nur knapp, oh Gott. Und ich war ja 19 Runden auf den, oh Gott. Ich werde am Ende wahrscheinlich auf die 75 wiederkommen. Thema Reifenflüsterer ist irgendwie Geschichte, ne? Schon, ja. Warum? Weiß nicht. Gehört zu regnen. Oder? Ja. Reifenstatus? Don't start thinking about slicks yet, aber track is drying. Ich glaube, deine Reifenthematik hat sich damit erledigt. Ich weiß es nicht. Oh nein, ich hätte nur noch gebraucht, dass Supersoft. Ich trocken hätte die Quali-Mischung nehmen sollen für Q3.
heute überhaupt nicht rein, ey. Ich hab's ja gesagt, ich finde Regenwetter nicht geil zum Rennen. Wie lang kann man auf Supers fahren? Zehn Runden ungefähr? Ja, lang genug. Weiß es nicht genau. Reifenstatus. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Kein Regen. Was für ekelhafte Wetterbedingungen, ey. Ich will meinen MP420 wieder haben. Reifenstatus. Eieiei. Stell dir vor, Sebastian wäre jetzt auch zu schnell in der Box gewesen. War er nicht, ich habe nach hinten geguckt, der war langsam genug. Es ist auf jeden Fall noch zu nass. Ja, definitiv. Reifenstatus. Jetzt sagt er mir nur, dass die Intermediates langsam abbauen, aber. Also die aktuellen Reifen, aber. Reifenstatus. Okay, allmählich nutzen sich deine Reifen ab. Same. Momentan solltest du noch keine Probleme haben, aber der Crew wird langsam nachlassen. Müssen wir mal gucken, wie wir in den vorigen Megacorp-Rennen vom Reifenabrieb her waren. Ich glaube, meiner war immer ein bisschen besser. Jedenfalls auch das so mein Gefühl. Pff. Weibliche Intuition und so. Ja.
37%. Selbst wenn ich das Rennen jetzt anführen würde, das macht überhaupt keinen Spaß. Fühlt sich gerade an, als würdest du in F1 2016 wieder fahren. Ist halt einfach auf Seife. Ja. Reifenstatus. Ja, okay, ich weiß, dass meine Reifen noch okay aussehen. Es ist noch nicht so weit. Nur teilweise überhaupt kein Glück mehr, wenn ich raus beschleunige. Sebastian hat mich umgedreht. Oh nein. Nein, der muss mich doch jetzt nicht vorbeilassen. Ach, egal. Gut, dann gehe ich auch vom Gas. Nein, fahr, ist egal. Nein. Unsinn. Hey, was? Der macht jetzt was? Nichts. Ich glaube, es ist alles gut. Fahr einfach weiter. Nee, er lässt mich doch vorbei. Alles gut, fahr einfach weiter. Nein. Ich habe das zu Sebastian gesagt. Okay. Ich habe eh eine 5-Sekunden Strafe, er soll weiterfahren. So, ich lasse dich auch mal an der geeigneten Stelle passieren. Nein, was machst du denn? Das wäre jetzt lame. Wenn ich das jetzt gewinne, weil ihr beiden kollidiert. Oder? Mach, was du denkst. Oder sagen die Leute dann, das ist Racing. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Ach, weiß nicht. Warum können wir das nicht privat machen? Da hätten wir einen Safety Car gemacht, dann wären alle wieder beieinander gewesen. Und so überlegt man sich auch, was denken jetzt die Leute? Ach, keine Ahnung. Ich sag mal so, ich wurde auf Seife geboren, ich werde auf Seife siegen. Warte mal ab, wie viel Prozent haben denn deine Reifen? 40? Niemals. 56.
Aber das dürfte bis zum Schluss eigentlich ja aus sich ausgehen. Also, keine Ahnung, wenn ich 4% pro Runde kriege, dann passt das doch. Ja, aber ich sag mal so. Ist halt jetzt Potato, dass Sebastian vom Gas gegangen ist, um mich vorbeizulassen. Das hätte er wirklich nicht machen müssen. Ja, weiß nicht. Passiert halt mal. Ich sag zwar, ich nehme dir den Preis an, aber ja. Ich wollte dich so mal wieder siegen in der Megacorp. Ganz ehrlich, diese Strecke trocknet so unfassbar langsam ab. Das ist brillant. Also Sebastian hat einen ordentlichen Speed drauf. Hamilton nicht. Der will dich aber auch nicht vorbeilassen, oder? Ja, ich komme jetzt erst. This is going to be fun. Oh nein, jetzt macht er hier Platz. Danke, Lewis. Kurzer Bodycheck, dass er weiß, ich liebe ihn. Ja, ich hab fast alle deine Kappen. Bist du wieder in den Rhythmus zurück? Nein. Okay. Ja, also das heutige Rennen ist echt widerlich zu fahren gewesen. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall deutlich langsamer als davor. Hast du so einen leichten über die Schadensanzeige aufgeblinkt? Ich glaube nicht. Ja, weil es gibt auch einen nicht sichtbaren Schaden. Hamilton, mach keinen Scheiß. Kurzer Bodycheck. In der Rechtskurve? Nee, in der Linie. Ah, nee, schade. Schade, schade. Eine Kurve nach der, nachdem ich ihm den Bodycheck gegeben hatte. Da kann man machen, so ein nicer Bow. Ja, ich bin, wie ich immer so in die Kurve reingedriftet bin, bin ich halt in Lewis reingedriftet. %66 auf dem Reifen hinten links. Das sieht ziemlich schlecht aus, aber das schaffen wir. Vielleicht. Vorne links jetzt auch. Anfang nicht Potato langsam fahren sollen und mich überlegen sollen, ob ich euch vorbeilassen soll wieder oder nicht. Ja, hat Sebastian auch gemacht.
Ja. Während des gesamten Rennens habe ich quasi im Kopf eine Avicii-Playlist gehabt, die einmal durchgelaufen ist. Danke für die Info. Ja. Von Liar Liar zu Wake Me Up und keine Ahnung was, jetzt bin ich wieder bei Liar Liar. Palmer steht. Oh nein, Alonso und Verstappen. Ah. Ja, GG. Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Ich hätte mir das Rennen erstmal gewünscht, ohne dass jemand die Schmierseife verschüttet und nicht mehr wieder aufhebt. Und ein Rennen, wo es die Kollision von euch beiden nicht gegeben hat. Alter, ich habe anscheinend an meinem Wheelstand an einem Bereich die Haare von meinen Beinen abgerieben während des Rennens. Autsch. Ich frag mich, was ich heute für eine Sitzposition hatte. Egal. So. Ricardo DNF, was? Ach, schnell Aufnahme beenden.